Hallo, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich habe noch ein bisschen an der, ja, an rumgemoddet. Ich habe jetzt deutlich mehr FPS. Und ansonsten sind wir genau an dem gleichen Punkt, wo wir vorher waren. Wir wollten zu der Siedlung, wo wir hingeschickt wurden. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier mit dem, ich habe den Robo gefunden, um den es geht. Bin mir nicht sicher, ob ich den aktivieren sollte. Will. Der sieht gefährlich aus. Ich glaube, ich hatte auch keine. Muss ich ihm noch was geben? Der sieht irgendwie hier rot aus. Ich glaube, wir sollten ihn nicht aktivieren. Wir gucken uns das mal ein andermal an. Wenn wir den aktivieren. Erstmal gehen wir jetzt zu der überlebenden Basis, die wir da noch hatten. Würde ich sagen. Mal sehen, was wir noch so für Glück unterwegs haben. Da steht noch so einer. Und dann sind da irgendwelche zweiköpfigen Elche. Ich habe den Maulwürfer aufgeschreckt, war. Fieses Viech. Okay, da haben wir einiges an Blut gekriegt von denen. Nice, dreifach XP. So, wir wollen mal eigentlich in die Richtung. So, Richtung Osten. Okay, du hast den wird doppelt getriggert. Das ist ja lustig. So. Verstrahlte Distel. Die will ich, glaube ich, nicht mitnehmen. Was ist denn hier? Right away. Oh. What? Da war irgendwas heftig verstrahlt gerade. Das ist nicht das, was wir. Wir können halt auch da mal hingucken, ob da irgendwas ist. Hallo. Guten Tag. User Satellitenstation Olivia. Du der Wichser! Erster und letzter Fehler. Okay, dann triggert es direkt nochmal. So, wo ist der andere? Wie benutze ich denn Stimpaks? Was kam da von hinten? Hey. Hier will ich nicht reden. Hier drüben. Können wir das? Komm her. Hier. Warte da. So, abbrechen. War das eine Mine? War das eine Rattenmine quasi? Holy shit. Holy fuck. Ich wollte noch wegrennen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Eieieiei. Kronkorken, Stimpak, Impro-Pistole, Lederrüstung und linkes Bein. So, und einer war über uns. Hätten wir ja denken können, dass wir irgendwo, dass wir einfach Raider rumrennen. Hundefutter und eine Dose. Wodka. Wodka nehmen wir auch mit. Kronkorken, Muni, Baseballhandschuh.
So, was hast du? Kronkorken, Impro-Pistole. Linker Arm. Für den Fall, dass wir unsere Leute weiter ausstatten mit der Raider-Klamotte. Sonst nix, sonst ist ja einfach Ende. Ist aber nur ein paar Schnuppel-Raiders? That's it? Hm. Dafür war es irgendwie nicht wert, die Mine ins Gesicht zu nehmen. Muss man irgendwo wieder kochen. Was ist denn hier in dem Ding drin? Juhu. Kühlmittelverschluss, Kronkorken. Rüstungswerkbank. Schmutziges Wasser, Sturmfeuerzeug, Jet. Kann ich schmutziges Wasser irgendwie sauber machen? Restricted Area. Gebaut. Das ist immer eine gute Idee, dann da reinzugehen, wa? Immer mitten rein. Attract, okay. Dogmeat? Wait. Wo ist Dogmeat? Jetzt. Achso. Hey. Folgen. Komm schon. Okay. Jetzt haben wir ihn wieder. Ich dachte kurz, ich hab's verpeilt. Aber so, wir wollten ja hier rein. Let's go. Let's go. So, was geht denn ab bei euch? Achso, ich habe auch eine Taschenlampen-Mod installiert. Die einfach die Taschenlampe mehr nach vorne, also optisch mehr nach vorne macht. Ha! Glasfaseroptik hinzugefügt. Tesla-Bogen entschärft, Fusionszelle hinzugefügt. Okay, hier sind fucking Fallen. Dogmeat? Musst du her? Psst. Hier. Und warte. Ich muss mal kurz hier. Sonst rennst du mir hier irgendwo eine Falle rein. Oder waren das schon die? Das waren noch niemals die ganzen Fallen, oder? Kronkorken, Redaway, sehr schön. Redaway brauchen wir, glaube ich, ein bisschen da irgendwann mal. Was gibt's hier so? Apraxo-Putzmittel, das hört sich immer gut an. Lötlampe. Aufbereitetes Wasser, uhu. Wieso ist denn Alt plötzlich Sachen werfen? War Alt nicht letztens noch Melee? Glashalter. Haben wir einfach mal eine Nate geworfen. Okay. Zu gut geschützt. Okay, dafür bin ich zu doof. Hallihallo, Sono. Einen wunderschönen. Ich hab was gehört. Let's go! Ich glaube, du kannst wieder herkommen. Dort drüben. Oh Gott. Alter, ich bin erschrocken. Komm. Bleib da. Nee, du sollst mir wieder folgen. Das nennt man anständig zielen, du Anfänger. Eieiei. Der hat mir aber ordentlich Damage gemacht. Ist dann wieder was futtern hier. Irgendwo von hier kam du noch was, ne? Zack! Weggesnippt. Wie geht's der Frau? Die Frau ist arbeiten. Kurze doppelläufige Schrotflinte. Von daher geht's ihr hoffentlich gut. Soweit sie mir geschrieben hat, geht's der Frau gut. Stimpaks.
Zeitungsständer. Was mal alles nicht so... Alles okay, Dogmeat? Musst du aufs Klo? Warte mal, ich mach dir für dich zu. Tschüssi, Dogmeat. Lass dir Zeit. Hey. Schnapp's dir. Also um 7 macht sie Kurse. Habe ich gesagt, bis wann? Achso, jetzt ist es um 7. Die macht heute tatsächlich einen Kurs, ja. Heute ist Spanisch. Schnapsflasche ist doch auch was wert in einer Apokalypse, oder? Ah, ist klar, bei mir wird gebohrt. Geil. Fett, fett, fett. Schemmkiste, entsperren Einsteiger, 20 H-Klammern übrig. Ganz entspannt. Kronkorken, Impro-Gewehr, Werkzeugkoffer. Spannender Werkzeugkoffer. Ja, bei mir, die über mir ziehen ein. Ich muss die letzten Stunden nachts um 1 darauf hinweisen, dass doch jetzt mal bitte Ruhe sein sollte, weil ich schlafen will. Von Samstag auf Sonntag. Nee, das ist direkt über mir. Also wirklich literally über mir ziehen die ein. Seit diesem Wochenende. Die haben auch vorhin schon ein bisschen leise rumgebohrt. Ich hoffe, sie machen jetzt nicht noch ewig weiter, aber das kann natürlich passieren. Falls da doch, dann tut's mir leid. Sind zumindest nicht älter als ich, würde ich jetzt schätzen. So insgesamt. Kochplatte. Kochplatte brauche ich glaube ich nicht. Ich glaube, die zählt als Müll. Besen brauchen wir auch nicht. Fancy Let's Kuchen. Kuchen, da sehe ich uns wieder. Das sollte man glaube ich mitnehmen. Kronkorken, Zylinder, Kreide. Okay, was ist hier im Terminal dran? Die wollten mit mir noch rumdiskutieren, dass sie noch schnell was fertig machen wollen. Und ich sagte, Leute, es ist um 1. Es ist viel zu spät für irgendwas. Ja, wir machen nur noch kurz fertig. Oh, wir haben die Zeit verpasst. Was? Datenstrom, Status Datenbanknetzwerk. Systemfehler. Systemfehler. Zugriff auf Datenbank ist ja nur für autorisierte Personen. Okay. Wer? Wow. Oh Gott. Aua. Ich brauch Futter. Oh, da kommt auch noch einer. Kannst du aufhören mit deiner scheiß Minigun? Meine Fresse. Oh, ich bin dead. Keine Ahnung, ob das nutzt sind. Kein blassen Dunst. Welche Rüstung habe ich eigentlich an? Wait. Ich habe gerade mal den Allzweck-Overall an mit 10 Rüstung. Und die Sturmgasmaske. Hab ich irgendwas, was besser ist? Raider-Rüstung, rechtes Bein, rechter Arm, linkes Bein, linker Arm. Die soll dann schon insgesamt besser sein, oder? Harnisch. Kann ich Raider-Leder noch drunter packen? Guck mal. Guck mal, die Ledersachen sind sogar noch besser. Upsala. Da kann ich auch die Lederkombi noch drunter packen. Hinterhalsband, gut Zeug, Gasmaske mit Brille. Kannst du auf mit der Minigun wirf eine Nate, du stirbst. Ja. Ungefähr ist es halt so passiert. Was soll ich denn machen? Ziemlich genau so ist es passiert. Grip, I guess. Okay, jetzt ist halt auch wieder nicht mehr Granate werfen. Okay, ich habe keine anderen Fallen gefunden. Muss ich nur das ganze Zeug wieder looten. Zwischendurch kamen auch immer wieder Leute. Ups, wir wollten nicht. Nein, ich wollte nicht die Kaffeetasse und den Shit nehmen. Oh, dammit. So. Keine Ahnung, das Apraxo-Putzmittel für. Aber hier, das Wasser wollte ich auf jeden Fall haben.
Nehmen wir das Putzmittel auch noch mit. Ob das, also sie sah nicht aus wie typische Nerds, sag ich mal so rum. Benötigt Terminal. Ja, für das Terminal bin ich aber zu beschissen. Dogmeat, komm her. Danke. Wo ist der scheiß Hund? Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Das ist Gespenster. Ja, schon möglich. Muss mit dem Jet aufhören. Jetzt fang dich an durchzudrehen. Es fehlt der Kackhund. Ey! Du lebst ja noch! What the fuck? Oh Gott, da ist der Hund. Hab den Hund gefunden. Alter, macht der Hund viel Damage. Alter, macht der Hund viel Damage. Fleisch und Mischlingshuhn? Ne, das macht Red. Das hier, gegrillte Red-Kakerlake, die kann ich nehmen zum Heilen. Eieieiei. Edelrüstung rechts ist beim Plus, die wir glaube ich schon haben. sehr schön, dass du jetzt wieder Spaß hast am Klippen, wenn hier neue Dinge passieren. Ich habe dafür einfach Spaß am Zocken tatsächlich. Das ist okay, dass ich da gestorben bin. Ich hoffe, dass übrigens bei euch smooth ist, weil ich habe noch ein bisschen gemoddet, dass ich jetzt mehr als 60 FPS haben kann und dann wird es hoffentlich auch nicht so eklig ruckelig zwischendurch. So, hier habe ich doch gerade nochmal Leute reden gehört. Da haben wir das Putzmittel, das wollten wir mitnehmen. Ups. Für mich ist es nicht ruckelig, dann ist es fein. Sollte auch nicht ruckelig sein. Also meine Grafikkarte sollte das schon schaffen. Hab bisher nicht die schlechteste. Ups. Ich hätte weggucken sollen. So, jetzt ist die Frage, wo kamen denn die ganzen Gehschnoss her? Die hier gerade angesprintet kamen von da hinten. Ich war ja nur an dem Terminal. Vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen clearen. Oh. Was zum Teufel war das? Gurken! Das war's. Alles klar, Dogmeat. Dogmeat, hau den einfach aus dem Latschen. Okay, cool. Alles klar, Seife. Geilo, ich kann mich waschen. Das ist ja schnuckelpuppelig. P-Tablet, Teddybär. Aber hier war doch noch mehr gerade. Kronkorken, dreckige USA, gefaltete Flagge. Kronkorken. Verbandsschirm, ich bin ein Verbandsschirm. Annehmen. Oh ne, Dogmeat. Alter, Dogmeat hat ja gerade einfach die Minigun platt gemacht im Nahkampf. Feini, bist du ein Feini. Erstmal den Fuß heben. Habe ich mir auch gerade gedacht. Ho. Bann. Oh, wunderschön Ricky. Ja, Ben unter der Woche. 5 mm. Simpack Minigun Plus. Die wird doch super schwer sein, oder? Die hat ein Gewicht von 27, aber auch einen Wert von 382. Aber ich kann die nicht tragen. Kann die einfach nicht tragen. Kuchen wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Hallihallo, Ricky. Ich hoffe, dir geht's gut.
Voltec Lunchbox. Ich glaube, die ist auch nichts wert. Moment, aber die kann man öffnen. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Oh, die hat ein Gewicht von 0 und einen Wert von 10. Ah. Wahrnehmungsfaktor hat auch einen riesigen Wert. Hilfsmittel. Ja, das ist von einem NPC, genau. Preston Garvey ist einer der NPCs hier. Das ist richtig. So, Kuchen. Kuchen ergibt ja auch Verstrahlung. Ja, geil. Oh Mann. Achso, wir wollten den Kürbis noch abliefern. Ach, dammit. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Terpentin nur brauchen. Kronkorken, Patrone. Ich lasse jetzt mal die ganzen Sachen hier rumliegen. Ich würde heute mal mein Projekt für einen Energieberater nochmal von vorne anfangen, aber dabei habe ich einfach viel gelernt. Ja, das klingt ein bisschen so wie bei mir. Das wollte ich haben. Bei mir musste ich nämlich auch, ich habe heute Ewigkeiten rumgedoktert, eigentlich nur, weil ein SQL-Skript mir nicht gesagt hat, was falsch läuft. Also es war offensichtlich ein Fehler drin, was hat Dinge nicht getan, die ich hätte machen sollen, aber da bin ich gesagt, was davon falsch lief. Also wodurch, so rum. Aber schön, dass du es hingekriegt hast, das ist doch supi. Klebeband, Malpinsel. Entsperren Einsteiger. Nee. Noch weiter? Nee. So. Cool. Batz. Oh, nö. Kommst du her, Dogmeat? Da ist Feuer. Ganz ruhig, Dogmeat. Da war schlimm. Zack. Und wo ist die letzte? Da. So, was haben wir denn jetzt hier? Holzkiste entsperren Einsteiger. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Da hat man die Haarklammer. War wieder mal gute Situationskomik. Kriegen wir hin. Krenk. Ja. Kronkorken, Molotov, Radix. Das passt. Ich finde gut, dass der Charakter nicht stumm ist. Gibt es hier noch mehr von den Kakerlaken? Die kam doch irgendwie auch von hier oben runter. Oh. Jetzt Verstrahlung drin. Ugh. Ja, dachte mir doch. Mehr von den Kakerlaken. Müssten wir wieder was essen, wa? Gegrillt Red Kakerlake. Nom 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 nom. Das Nachrichtenraumschlüssel, Haarklammer, Klebeband und Skype. Dammit, ich muss einfach weggucken. Klebeband und Skype haben wir, glaube ich, nicht mehr. Haben wir hier noch Spätausgabe der Zeitung. Ah ja, na klar. Die werden wir jetzt dringend brauchen. Radio wollen wir nicht aktivieren, Bank wollen wir uns auch nicht hinsetzen. Ich glaube, der Schlüssel ist der Hauptknackpunkt, den man sich hier holen soll, war in der Gegend. Okay. So, hier haben wir die Minigun über den Haufen geballert. Kuckuck. Schraubenschlüssel. Jede Menge kaputte Sachen. Kronkorken, Baumwollgarn. Brauchen wir Baumwollgarn? Ich habe keine Ahnung, bestimmt brauchen wir das zum Craften irgendwo. Okay, du bist kaputt. Hier geht also gar nichts mehr. Was für ein Aufseherraum oder so haben wir dann jetzt freigeschalten? Schränke sind auch alle leer. Ich glaube, hier haben wir jetzt noch nicht gelootet gehabt. Ich mache wieder das Licht aus. In dem Fall der Fehler. Nicht, dass wir hier wieder irgendwie überrascht werden. Strom haben wir aber schon ausgeschalten. So insgesamt. Mein Bauwerk um 1 Grad verschoben. Erstmal nicht schlimm, wenn das Gebäude in Gänze mitmacht. Aber leider war dem nicht so. Damit waren Fehler im Modul für den Wärmebedarf, beziehungsweise für die Berechnung der Außenhülle, dass ich von vorne anfangen durfte. Das tut mir leid. Keine Ahnung, ob der Kuchen cool ist.
So, aber du bist jetzt einfach. Du sagst immer noch das Gleiche, ne? Das ist nur für autorisierte Personen, das hier ist alles offline wegen Systemfehler. Warum bist du eigentlich noch online, wenn ich den Strom ausgemacht habe? Schaltplatte Militärstand. Ich glaube, die brauchen wir tatsächlich an Crafting-Stuff. Ich würde gerne nicht die Waffe wegstecken. Während wir hier noch rumgurken. Da hätte ich irgendwie Angst mit. Kronkorken, Kronkorken, Kronkorken. Überall jede Menge Kronkorken. Ich habe nicht so einen richtig geilen Händler gefunden, muss ich sagen. So, können wir jetzt oben rein wieder? Wenn wir jetzt unten den Schlüssel hier geholt haben, können wir denn da... Wo wir vorhin nicht reingekommen sind? Ja, ich habe irgendwie drei bis jetzt gefunden. Das habe ich schon sogar gesehen, dass die nicht so häufig ist. So, da wird mir ja den gleichen Weg kommen. Aber hier, das hier. Sollte sich mit dem Terminal öffnen lassen. Oder man hat einfach einen Schlüssel. Mini-Atombombe. Das ist immer gut. Hier können wir noch was knacken. Dammit! Ich habe vor allem beim ersten Mal, wo ich diese Militärplatte gesehen habe, habe ich Militär-Schallplatte gelesen und dachte mir so, hä? Wofür braucht man das denn? Ja. Weil es keine Militär-Schallplatte, sondern eine Schaltplatte ist. Die ganzen Impro-Pistolen braucht man nicht alle mitnehmen. Schachtel Zigaretten, abgenutztes Klemmbrett. Was geht bei euch? Ach, hier, so ein Militär. Oh, eine Nuka-Cola. Kaffeekanne, noch eine Nuka, noch eine Nuka. Die sind zwischen... Oh, Kronkorken. Muni, 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 Muni. Splittermine. Impro-Repetiergewehr. Aber doch, das Ding ist nochmal Erkennungsmarkenwecker. Nee, gib mir mal die True Storms Configuration. Okay, der Wecker ist was wert, aber er ist auch ein Gewicht wert, also nicht wirklich. Schere, U-Bahn-Maske. Nee, U-Bahn-Marke, oh Gott. Okay, die ist nichts wert, dann hat kein Gewicht, dann können wir die auch mitnehmen. Schere ist auch nicht so geil, da ist noch 10 Kronen gucken. So sieht die Belohnung am Ende eines Skyrim-Levels. Okay. Jetzt hast du mir direkt die Immersion genommen. Ich dachte, hier gibt es einfach coole Sachen, die ich jetzt gefunden habe. Und du sagst mir jetzt, es ist einfach die Struktur des Dungeons. Wir müssen Sachen wegwerfen. Kann ich Sachen irgendwie nach Gewicht sortieren? Köterkeule. Maulwurfshappen. Wir haben einfach viel zu viel Maulwurfsfleisch dabei, würde ich behaupten. Werfen wiegt 1, nämlich glaube ich. Wie kann ich denn Sachen wegwerfen? Ablegen. Annehmen. Ja. Ich würde sagen, wir werfen alle ab davon. Oh ne, Moment, ich will alle ablegen. So. Auch da hast du das Ende gefunden. Ja, schon verstanden, aber... Meine Immersion, Ricky, meine Immersion. Ich will doch gerade gar nicht durch die Spielmechaniken durchsehen. Ich will einfach nur die Welt erkunden. Scheiß auf Spielmechaniken. Ich will mich gerade voll auf die Welt einlassen. So, okay. Es war günstig, wobei, wenn man genau nimmt, kommt es eigentlich daher, dass es bei Magic ein Fallout-Ding gibt und alle möglichen Leute aktuell die Fallout-Sachen... Moment, am rechten Bein habe ich nichts? Wieso habe ich am rechten Bein nichts? Wait a second. Nee, die Karten habe ich nicht. Ich habe mir das nur bei YouTube angeguckt und da dachte ich mir so, eigentlich... Jetzt, wo ich so sehe, wie Leute Fallout Magic spielen, also ich spiele Magic an sich, hätte ich eigentlich Bock. Am rechten Bein habe ich nichts. Wie habe ich am rechten Bein nichts? Hätte ich eigentlich Bock, so insgesamt,
Fallout zu spielen. Und dann habe ich geguckt und habe gerade gesehen, jetzt war gerade der Sale irgendwie, ging gerade der Sale los und dachte mir, oh cool, guck mal. Und Sale gibt's auch noch. So, was kann ich denn hier ranmachen? Gekocht, was bedeutet denn gekocht? Verbessert Schadens- und Energieresistenz. Umgürtet, verbessert Schadens- und Energieresistenz. Wird aber auch alles sehr viel schwerer. Warum wird's denn vom Kochen schwerer? Ey, wo gehst denn du hin? Ohne Extras. Okay, dafür brauche ich dann Gummi, Kleber und sowas. Nötig dran zwei Rüstmeister, tiefe Taschen abgedichtet. Okay, ich würde sagen, dann machen wir erstmal eine umgürtete Variante. Anfertigen. Rechtes Bein. Es fehlt Kleber. Okay, wir brauchen Kleber. Anscheinend. Mal ein Schnellspeichern hier. Genau, und eigentlich habe ich dann gesehen, für 10 Euro alle Karten ist eigentlich gar nicht so schlimm. Machen wir das doch mal. So, Moment, jetzt habe ich doch aber, ich kann doch auf der Karte schnell reisen. Ich kann also, weil ich jetzt hier bin, mal kurz wieder zurückgehen nach Sanctuary, weil die wollen ja noch den Kürbis haben. Und kann den Kürbis dahin bauen und dann wieder zurückreisen. Ich kann vielleicht auch meinen Schrott hier reinknallen. Also eigentlich habt ihr quasi meine Affinität zu Magic-Karten zu verdanken, dass ich Fallout spiele. Und Fallout 4 habe ich einfach nie gespielt. Ich habe auch gestern Abend noch versucht, Fallout 3 zu spielen und muss leider sagen, geht nicht so gut. Gesamten Schrott lagern. So. Wie viel leichter sind wir jetzt eigentlich wieder? Oh, gar nicht so viel leichter. War das lange V drücken? Lange Tab drücken? Nee. Ups. Lange V drücken war es, ne? Genau. Ich habe mir als Fallout-Fanboy auch die Karten geholt, weil Magic spiele ich auch schon seit ewig. Ich spiele eigentlich nur Commander. Eigentlich spiele ich nur Commander. So, ein Flaschenkürbis packen wir hier noch hin. Achso, ja, das war das Drehen. Bauen. So, Flaschenkürbis entfernt. Haben wir noch irgendwas anderes zum Essen? Benötigt. Also wir sehen es dann, wenn wir es bauen könnten. Nee. Aber jetzt, achso, Moment, wir bräuchten aber jetzt wieder jemanden, den wir zuweisen, wa? Wie weisen wir nochmal, wo ist denn die Tante jetzt hin? Zugewiesen essen. Befehligen. Ich bin jetzt nicht ganz klar, warum ich die befehligen darf, aber wir dürfen sie befehligen. Befehligen dich mal. Wo ist der Flaschenkürbis? Dahin. Diese Ressource ist jetzt zugewiesen. Okay, sehr gut. Jut, jut, jut. Da wir nicht vorspulen können, wenn wir nicht schlafen können, würde ich mal sagen, wir warten mal, bis es. Moment, das ist 4 Uhr früh. Wir haben es um 9, 3 Stunden, 5 Uhr früh, 6 Uhr früh. Kennen wir mal 9 Stunden schön ausschlafen. Müssen wahrscheinlich mal irgendwann unsere Verstrahlung loswerden, wa? Habe ich noch ein Level up? Nee. Werkstattmenü öffnen. So, da wollen wir jetzt aber nicht hin. Wir wollen wieder zurück und waren auf dem Weg zu der Siedlung, zu Ten Pins Bluff. T lange drücken. Ja gut, ich habe nur T gedrückt, weil ich das von Skyrim kenne. Wenn es T lange drücken ist, dann geht das vielleicht. Also ich drücke gerade T. Nope. Ich glaube, geht nicht. Oder ich darf nicht. Je nachdem. Also bei mir geht T lange drücken nicht. Da ist mein Helikopter abgestürzt. Moment, wir hatten doch vorhin noch eine neue Waffe. Wir hatten nicht nur die 10mm Pistole, Billard Impro Automatik Pistole, wie viel macht die? Die macht 18 Damage. Hat eine Reichweite, Fraktion von 60.
Impro-Pistole, Impro-Revetiger. Niemand hat 34 Damage, braucht aber 308 da. Wird deutlich weniger von Armen. Aber ihr macht auch deutlich mehr Damage. Reichweite ist höher, Präzision ist höher. Würde ich mal probieren. Ups, drücke mal Escape dafür. Gucken wir mal. Ich habe es nicht gefunden, deswegen bin ich jetzt einfach davon ausgegangen, wir haben es nicht und es ist auch nicht so schlimm. Oh, Kronkorken. Es ist überall Kronkorken, wenn Kronkorken die Währung sind. Da sind irgendwelche Wildhunde. Nein, bleib hier, Dogmeat. Wir gehen weiter. Ja, okay. Er geht immer dahin, wo ich hingucke. Tendenziell. Ich würde auch versuchen, in Zukunft ein bisschen auf Schnellreisen zu verzichten. Oh Gott. Ich will zu meiner anderen Waffe zurück. Kurz-Impro-Gewehr. Achso, der hat eine höhere Feuerrate. Kurzlevel 44er, Impro-Pistole. Mit Leuchtvisier 10mm Pistole. Muss sowieso mal wieder kochen irgendwo. Gute 3 Schuss bei. Oh Gott! Ey, als ob du noch lebst! Ah, du bist ein Alpha, okay, deswegen hältst du mich hier aus. Alter Schwede! Holy fuck, haltet ihr viel aus! Gut! Ja, ich muss die vielleicht mal noch irgendwo abgeben. Ich weiß, ich will die verkaufen irgendwo. Lass mich die doch irgendwo verkaufen. Ich dachte, ich komme irgendwo in eine Siedlung, wo ich handeln kann. Bisher komme ich nicht wirklich auf eine Siedlung, wo ich handeln kann. Ich hätte vielleicht einen Händlerbereich bauen müssen. Zerlegen, es gibt Rezepte für neue Anbauteile. Ah, das wurde mir auch nicht gesagt, aber Moment, kann ich die einfach hier da währenddessen zerlegen? Sortieren? Nee. Das muss ich wahrscheinlich bei einer Waffenwerkbank machen, oder geht's nur bei einem... Nee, es ändert sich nicht. Ich kann nur ablegen. Ja, ja, das ist ja logisch, also das ergibt ja Sinn. Dass man zur Waffenwerkbank für soll. So, 10 Pains Bluff. Entdeckt. Guten Tag. Hallo? Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Ich wollte helfen. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Wenn ich dir sage, dass ich zu Minutemen gehöre, wirst du mich dann immer noch erschießen? Du hast den mit der Knarre, den du triffst. Immer mit der Ruhe. Ich gehöre zu den Minutemen. Ich bin hier, um zu helfen. Immer mit der Ruhe. Ich gehöre zu den Minutemen. Ach, wenn ich nicht so aussehe. Ich bin hier, um zu helfen. Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Ich hatte nicht erwartet, dass die Leute, wegen denen ich hier bin, mir eine Standpauke halten. Wir haben im Grund neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Ach stimmt, in Fallout 3 waren die Minutemen Verräter, ne? Beziehungsweise so eine Kerntruppe der Minutemen. Ich erinnere mich ganz dunkel dran. Ich habe Fallout 3 2009 durchgespielt. In einer Woche bei der Bundeswehr, weil ich nichts zu tun hatte, während wir auf Übung waren. Die haben mich mitgenommen, haben mich eine Woche gebraucht und die zweite Woche habe ich einfach nur noch rumgesessen und Fallout 3 gezockt. Wir sind jetzt wieder die Guten, stimmt. Da kann man sagen, wir sind jetzt wieder die Guten. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme.
Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Okay. Solange ist mein Fallout 3 auch... Wie gesagt, ich habe es gestern versucht zu spielen und es startet leider nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob es an meiner Grafikkarte oder an meinem Betriebssystem oder aus allem zusammenliegt, aber es startet nicht. Der Launcher kommt noch, wenn ich auf Starten klicke, ist es instant wieder aus. Sofort. Und ich habe sogar ein paar von den Fixes probiert. Werdet ihr bereut, euch den Minimum anzuschließen, wenn ich die Raider ausgeschaltet habe? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen dran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Oh, okay. Gut, unsere Quest hat sich geändert. Wir sollen... Bist du ein Händler? Hallo, schöner Hund. Aber... Danke. Hallo, Karawanenwache. Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Wer von euch ist in der Karawanenanführer? Hallo, schöner Hund. Aber er sieht einsam aus. Er könnte einen Spielkameraden gebrauchen, oder? Zu wem? Also da. Hey, hallo. Ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Ich habe ein paar Minuten. Mit deinem Angebot. Was für Sachen hast du denn? Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Klar, dann zeig mal. Schau's mir an. Es gibt nur das, was du hier siehst. Das Champion linker Arm. Plus 1 Stärke und Ausdauer. Resistenz. Untersuchen. Das ist einfach fette, aktuelle Mods, poliert und gestärkt. Sieht dir schon mal geil aus. Ladung, ballistische Faser, Fiberglas, Leder, Stahl, Stoff, Lederrüstung, Lederrüstung, Mantis Armschutz links, Mantis Beinschiene, what? Schauen wir mal, sieht man einen Nahkampfangreifer bei einem Treffer zu entwaffnen. Besonders Beweglichkeit und Wahrnehmung. Bonus-Stats gleich sehr stark, ja, ja. Vermute ich auch. Kostet aber auch 13.000, sehe ich gerade. Das kostet 600, das könnte ich mir leisten, aber die 13.000 glaube ich nicht. Sonnenbrille, Wahrnehmung 1. Todesschürzenmelone. Oh, das steigert das Glück nochmal. Die müssen wir eigentlich nehmen. Leichtbaurüstung links, Lederrüstung linkes Bein, gekocht. Ödländer rechtes Bein, reduziert den durch Supermutanten verursachten Schaden um 15%. Das ist irgendwie auch, also, dem können wir ein paar Sachen verkaufen, würde ich sagen. Weil ich bin ein paar von unseren 38er Patronen, wir brauchen nicht 400 Patronen, oder? Oder unsere 10mm Pistolen. Standardvisier, Standardgriff. Die haben wir ausgebaut bei der anderen. Ja gut, aber die brauchen wir ja dann nicht mehr. 5mm Patronen, Allzweck Overall. Billardkö brauchen wir auch nicht. Pramienfleisch, Bufo, Kram, Ehering. Den Kuchen geben wir euch. Fleisch und Bohnen. Fleisch und Mischlingshund. Fusionszellen. 51 Fusionszellen, das sind aber viele. Ach ne, Fusionskanne sind die fetten Dinger, ne? Gammler-Outfit. Gasmaske mit Brille. Krocknack der Barbar. Brauchen wir nicht, haben wir gelesen. Gurtzeug ist nichts wert. Gwynedd Brew ist einfach nur Alkohol. Hot Rodder haben wir auch gelesen. Ich weiß nicht, was wir mit der Hubblume machen können. Hundehalsband. Hundehalsband kann ich, glaube ich, Hundehalskette kann ich, glaube ich, niemanden anlegen. Warum haben wir die überhaupt dabei? Impro-Automatik-Pistole. Wir haben 10 Impro-Pistolen. LOL. Munition wiegt, glaube ich, bei einer Einstellung. Ja, Munition wiegt bei meiner Einstellung nichts. Das ist richtig, aber wir brauchen ja trotzdem nicht. Also, es steht Gewicht 0 da. Das ist richtig, aber wir brauchen ja trotzdem nicht so viel, oder? 38er ist auch die übelst kleine Munition. Die wollen wir doch wahrscheinlich eh nicht benutzen, so wirklich.
Haarklammern, Hundefutter, Impro, Repetiergewehr. Fand ich jetzt nicht so geil. Fand haben wir, glaube ich, eine bessere Version davon. Insta-Püree, Jet, Kaugummi. Kreuzschlüssel. Können wir unseren Overall verkaufen? Der eh nur immer Look-Up-Failed macht. Köterkeule. Die ist sogar gebrutzelt. Leichte Kleidung. Ach, und der hat kein Geld mehr zum. Ja, ich wollte mir dann. Moment, das ist ja noch gar nicht fertig. Also, das kann ich noch zurücksetzen. Aber ich wollte ja sowieso Champion linker Arm mir holen. Und Ödländer rechtes Bein wollte ich mir ja auch holen. Also von daher, ich kann schon noch einiges reinknüppeln bei dem. Mini-Atombombe zum Beispiel, was soll ich damit? Das ist Munition, ich weiß, aber. Mad-X, Maulwurffleisch, Nuka-Cola. Die ist 9 wert. Gibt aber Red. Weiß nicht, wie ich die. Red-X, Red-Away. Raid Leder. Raider Rüstung Harnisch. Raider Rüstungen hier. Können wir einfach mal loswerden. Ein rotes Kleid. Charisma 2. Sackkapuze. Sackkapuze mit Riemen. Mit Schläuchen. Sauberes grünes Kleid. Rotes Kleid oder grünes Kleid? Was sagt er? Was soll man behalten für den Charisma Buff? Schlagringe. Schmutziges Wasser. Kann man schmutziges Wasser aufbereiten? Bestimmt irgendwo. Oh, nee, das ist Ausdauer. Schwarze Weste und Hose gibt Ausdauer. Schweißebrille gibt Wahrnehmung. Smoking gibt Wahrnehmung und Charisma. Ziehst du das auch immer an vor Charisma-Checks? Wenn ich sehen komme, dann würde ich das schon machen. Sonst müssen wir im Smoking rumlaufen. Dann müssen wir uns einen verstärkten Smoking bauen. Aber ich habe ein sauberes grünes Kleid und ein rotes Kleid. Da hätte ich ja das saubere Kleid behalten, ne? Ich habe euch gerade die Entscheidung abgenommen. Ich habe 21 Stimpacks, yo. Sturmgasmaske, Todeskrallenfleisch. U-Bahn-Marke, hier kannst du haben. Unterhemd und Jeans kannst du auch haben. Ujanka kannst du auch haben. Voltec-Lunchbus kannst du haben. Wodka kannst du haben. Yum-Yum russische Eier. Wir haben 5 kurzläufige Schrotflinten. Können wir auch ein paar loswerden, glaube ich. Kurzes Impro-Gewehr, kurzläufige 44er-Pistole, Impro-Pistole, haben wir hier noch eine, Bernett-Schwer-Impro-Pistole. Ich glaube, ich kann dann die Impro-Pistolen hier oben alle weghauen. Ich glaube, ich habe die Lunchbox geöffnet. Da stand Öffnen da, da habe ich sie aufgemacht und konnte ich sie nur noch aufheben. Bin ich der Meinung, aber ich kann die Lunchbox auch nochmal behalten, wenn ich es nochmal finde. Oder haben sie sortiert? Ja, danke. Wonach ist es sortiert? Nach Buchstaben? Nach Voltec Lunchbox war das, ne? Wir können auch nochmal gerne versuchen reinzugucken, aber ich glaube, es ging nicht, ja. Impro-Gewehr. Mit Leuchtvisier, schwer Impro-Pistole, umgürtet. So, wir müssen noch 400 zahlen. Annehmen. Blick dem Brahmin nicht ins. So, das heißt, wir haben jetzt auch gerade jede Menge Gewicht verloren, aber wir müssen natürlich unsere Kleidung, Ödländer plus rechtes Bein und Champion linker Arm. Die haben wir uns jetzt gegönnt. Auge, wenn du Verstand hast. Kann ich mich irgendwie hinsetzen, um mich anzugucken, so komplett? Nee, ne? Schade. Sieht man gar nicht so viel. Kann ich aber. Moment. Tato-Pflanze. Bei euch kann ich Tato ernten. Ein einfaches Leben ist das nicht. Das ist ganz gut. Weil ich brauche die ja noch zum Pflanzen. Wenn euch das nicht nervt, bin ich gut. Bin ich gut. Da haben wir jetzt auf jeden Fall. Achso, wir wollten das Wall-Tech-Ding öffnen. Ist das unter Diverses? Voltec Lunchbox. Untersuchung. Ich sehe jetzt nicht, dass das S. Ich damit irgendwas machen könnte.
Die Wahrnehmungswackelpumpe würde ich auch nicht verkaufen. Ich glaube nicht, dass da was geht mit. Oh, ich kann ranzoomen, das habe ich jetzt erst gerafft mit Rechtsklick. Sag mir Bescheid, wenn du was möchtest. Jo, ich will was. Lukas, ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Dann lass mal sehen, was du so hast. Es gibt nur das, was du hier siehst. Zeig mal her. Die Vortec Lunchbox kannst du haben. Der kauft mir aber nicht alles ab, ne? Genau, hier bei Diverses kauft nämlich nur noch Haarklammern. Da habe ich Sachen, die man nicht abkauft. Annehmen. So, wir sollen zu dem, da in die Richtung, zu den Raidern. Ja, das kann Fallout 76 kann sein, ja. Also zumindest die ging, die hat er irgendwie öffnen, aber ich glaube, das war vielleicht die falsche oder so, keine Ahnung. Entdeckt. Bist du ein Bösi da unten? Wie weit weg ist denn das, wo ich hin soll? Ach du Scheiße! Ich dachte, das ist voll gleich den Berg runter! Natürlich! Oh Mann! Cool! Aber da brauchen wir nicht. Brauchen wir hier noch nicht schleichen. Ist ein bisschen weiter, als ich vermutet hatte. Geil. Also unsere Intelligenz wollen wir möglichst nicht steigern. Also wenn wir irgendwo. Ricky, wenn du. Hast du Fallout 4 gespielt? Gibt's Klamotten oder Ausrüstung, die auch Stats reduziert? Also zum Beispiel Intelligenz, aber wir haben ja einen Perk, je weniger Intelligenz wir haben, desto häufiger kriegen wir mehr XP. Also wir sind so irgendwie auf 3 Intelligenz oder so. Und idealerweise würde ich hier dann schon auf 1 drücken wollen, damit ich häufiger mehr XP kriege. Bist du ein Bösi? Oh. Du bist ein Bösi. Zonk. Oh, du bist einer von den wilden Ghoulen, wa? Ihr seid alle wilde Ghoule. Oh Gott, seid ihr schnell! Alter Vater! Oh Gott! Hier gibt's ja jeden Scheiß nur. Bier? Ja, nee, ich meinte, das ist die dauerhafte Ausrüstung in dem Fall. Ich hab den Plastikgabel mitgenommen, ich Vollidiot. Ich höre Dinge. Okay, Dogmeat hat's gemacht. Silbertafellöffel könnte was wert sein. Okay. Wir sind zufällig über einen Ghoulhaufen gestolpert. Nur für Wahrnehmung und Ausdauer. Okay. Weil die dann schwerer ist, meinst du, oder sowas? Aktenschrank. Da ist der Überlebenskoffer. Splittergranate, Splittermine. Jetzt haben wir ja wieder, jetzt haben wir wieder Impro-Scharfschützengewehr. Ja, was Minus angeht. Ja, okay. Gut, dann haben wir jetzt halt schon blöd geskillt. Ich wusste halt nicht, dass es den Skill gibt. So. Terminal? Ladeterminal? Hallo? Ladeverzeichnis anzeigen. Immer das letzte zuerst. Hingehen, Stahlbeton, Befestigung, Güteklasse, Stromkabel. Rechnung ausgehend, ausstehend. Bohrerteile, Stahlbeton, Stahldraht, diverses eine Palette. Rechnung, Granit. Frachtbestimmung. Und wie viel Fallout, habe ich das gefragt, aber ist gut zu wissen. 260 Stunden ist schon ordentlich. 260 Stunden ist schon ein Stück. Wait a second. Oh Gott. Armor Dogmeat.
Level up für gute Schlachten. Aber da war doch noch einer, oder? Bin ich gerade doof. Holzblock-ID? Was ist denn Holzblock? Oh Gott. Die sind voll schnell, die Viecher. Holy fuck. Ich glaube, die waren in 3 noch sehr viel langsamer. Was ist denn Holzblock-ID? Achso, I und D. Maulwurfsrattenzähne. Die sind, glaube ich, Crafting-Sachen. Silbermedaillon, da sehe ich uns wieder. Kronkuchen und Sturmfeuerzeug auch. U-Bahn-Marker war eh kostenlos. Holzblock I und D. Jetzt haben wir übrigens fast keine Muni mehr. So wird so, Muni brauchen wir ja nicht so viel. Sollten vielleicht ein bisschen außen rum gehen und vielleicht das meiden. Habe ich jetzt noch... Automatikpistole. Dann wohl Automatikpistole das. Da haben wir 400 Schuss. Gut, dass wir die Munition gerade nicht verbraucht haben. Also mal gucken, wie das jetzt geht mit der. Die macht deutlich weniger Damage, ne? Ja, die macht nur 10 statt 18, die wir gerade hatten. Aber dafür ist es halt eine Automatikpistole. Oder doppelläufige Schrot. Ich kann die doppelläufige Schrotflinte nehmen. Oder das Impro-Gewehr, tatsächlich. Ich nehme die Schrotflinte. Ich kann aufzeichnen, aber ich denke über 200. Wenn du auf Steam gespielt hast, hast du da schon die Aufzeichnung für die Steam-Statistik, glaube ich. Über 200 New Vegas 160, Fallout 76, 160 in einer Folge zumindest durch. Ich habe Fallout 3 auch mal durchgespielt. Vielleicht habe ich es aber nicht direkt besessen. Wait. Dutchmans Instruktion. Untersuchen. Impro-Pistole, Inspektoren-Outfit, Kronkurken. Wo habe ich denn jetzt Dutchmans Instruktion? Lesen. Liefer dein Paket an die alte Schaltstation. Der Bote trifft um Mitternacht ein. Wenn du Ausrüstung brauchst, such nach dem blauen Fass. Alte Schaltstation. Okay. Ausrüsten beim blauen Fass. Das ist schon cool, dass es an jeder Ecke irgendeinen Scheiß gibt. Also, finde ich schon ganz geil, bin ich ehrlich. Also ist in dem Stationsterminal drin? Ein kritischer Fehler im Gleiswechsel. Bitte Gleise freimachen. Holoband. Es ist schon halb. Sie verspätet sich. Nein, da stimmt was nicht. Da kommt jemand. Sehen Sie? 5 Personen. Das ist eine Falle. Verdammt, sie haben uns umzingelt. Was tun wir jetzt? Ich längst... Ich hab das Licht eingeschalten. Bin mir nicht sicher, ob das so smart war. Oh, kurzes Impro-Repetiergewehr. Kann ich Sachen einfach auch nehmen und zur Seite werfen oder kann ich nur dagegen laufen? Alles klar, Dogmi, du hast eine Tür aufgemacht. Wie machst denn du die Tür auf? Da hätte ich gerne eine Erklärung für. Okay, cool. Also mein Hund kann Türen öffnen? Spannend, spannend. Was Hunde heutzutage so können. Okay. Da ist eine Nuka-Cola und das ist nur eine Flasche. Jede Menge Nuka-Cola. Ich glaube, da ist jemand an Nuka-Cola-Flaschenvergiftung gestorben. Wir müssen immer nach 2 Schuss nachladen, ne? Da rennen wieder Sachen rum. Kann ich... Oh, guck mal, kann ich sogar von hier aus. Ha. So kann ich rausfinden, ob es Gegner sind. Wenn ich sie sehe. Einfach mal Q drücken. Dann sagt das Spiel mir zumindest, wie der Name von dem Ding ist. Unter mir ist ein Gegner. Immer diese Granate auf Alt. Oh, ich habe Dogmeat getroffen. Das war nicht mal Absicht. Red Hirschkuh.
Aber die war es gar nicht. Oder nicht nur. Okay, die rennt weg. Das sind gar keine Gegner. Ich dachte, das ist ein Gegner. Okay, ich treffe die aber auch richtig beschissen. Was habe ich davon, wenn ich euch töte? 10 EP. Und Hirschfleisch. Okay, das war es, glaube ich, nicht wert für irgendwie 10 Schuss. Aber wir haben noch ein Level-Up, sehe ich gerade. Hier brauchen wir ein höheres Level. Mehr Munitionenbehälter. Ich bin, glaube ich, jetzt doch bei mehr Munitionenbehältern. Wir brauchen die Muni. Sonst kommen wir irgendwann in die Bredouille. Ich sehe, dass man jetzt doch häufig mal... Hä? Wo ist er denn da? Warum hast du ein Sturmfeuerzeug dabei und Red Hirschleder? Alles klar. Kronkorkenmine. Ah ja. Danke für den Hinweis, Spiel, wenn man random Q drückt. Versteckt. Okay, da muss man schnell deaktivieren. Ich will heute ausgelöscht werden. Holy shit. Wird einfach komplett zerlegt werden. Wir sind die Hirsche weg und wir haben trotzdem die Munition. Nee, sind sie nicht. Ich muss wirklich nah ran, wenn ich damit schieße. Okay. Ich bin vielleicht doch eher beim, wir schießen das Ding ab. Das ist gar nicht mehr da. Alles klar, Dogmeat. Hast du gut entschärft. Auch eine Maßnahme, das zu machen. Dogmeat hat was gefunden. Okay. Kronkorken, 6 Schachteln Zigaretten. Sehr gut gemacht. Zigarette. Minenspürhund, ja, anscheinend. Anscheinend hat er die Minen gespürt. Oh, eine Nougat Cherry. Kartoffelchips. Gerollter Boston Bulge. Das ist einfach nur Gummibonbons. Stange Zigaretten, was zu futtern, Schraubenschlüssel, Aluminiumdose. Braucht man Aluminiumdosen? Wahrscheinlich braucht man die schon irgendwie für Schrott, oder? Um die dann zu scrappen und daraus wieder Crafting zu machen. Brauche ich da auch das Glas vielleicht für? Oh, ich weiß nicht. Da ist noch eine 10 mm Pistole. Einfach oben. Aber du bist doch schon lange tot. Warum sind hier angefangene Zigaretten, wenn du schon lange tot bist? Kronkorken, Hosenträger und Hose. Klebern, Terpentin. Essiglaterne. Andere Sachen gibt es jetzt, glaube ich, gerade nicht. Kann aber hier noch oben rumrennen. Sieht ein bisschen aus wie ein Schlachtfeld hier. Also auch gerade dort mit dem Sinkhole. Da lag ein Zettel neben der Leiche. Bin ich blind? Oh, da. Ich glaube, du meinst den da, oder? Das ist, glaube ich, nur... Kann ich nicht einsammeln. Ich kann schmutziges Wasser nehmen. Aber ich glaube, sonst kann ich den nicht mitnehmen. Soweit ich das... Oh, so ein Kronkork drin. Weil ich das sehen kann. Auch wenn das sehr aussieht wie so ein Zettel, den man sich nehmen kann, aber... Ich sehe keinen. Also ich sehe nicht, dass ich den Funk, dass ich den nehmen könnte. Ich gebe dir vollkommen recht, ich hätte auch gedacht, dass da ein Zettel neben der Leiche liegt. Ich gebe dir recht, der stand so irgendwie so mit dem hellen Gelb, der war irgendwie so... Ach, die scheiß Maulwurfsratten.
Oh Gott, sie laden nicht automatisch nach. Jetzt habe ich ein Problem bei der ganzen Masse an Gegnern, die hier kommen. Bin ich irgendwie vergiftet oder so? Ich kann im Wetz nachladen, das ist doch viel geiler. Batz! Neues. Gibt's noch eine? Hey. Nee, bleib ruhig, ich hab dich nur aus Versehen geredet. Bist aber auch irgendwie am davorrennen. Maulwurfsrattenfleisch. Also Schrotflinten haben ihre Nachteile, definitiv. Wenn man die irgendwie mit so einer schnelleren Nachladegeschwindigkeit... Oh shit, kriegen könnten, wäre schon geil. Okay, hier ist eklig verstrahlt. Da wo du gerade, ich glaube hier in der Mitte, ne? Ja, ja, genau. Okay, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin, so verstrahlt wie das ist. Oh, Türen sperren. Jupp, klappt. Geschafft. Aha, eine Werkstatt. Superkleber, Sicherung, Tafellöffel, Zementsack. Zementsack ist aber sicher auch super schwer. Was mache ich? Also wofür würde ich das mitnehmen? Achso, hier darf ich einfach direkt bauen. Lol. Wir können hier einen Laden hinbauen. Läden, Verkäufer, Rüstung, Waffen, Gastronomie, Klinik. Verkäufer. Betongebäude. Benötigt Rang 2 lokaler Anführer. Demnach darf ich das hier nicht und ich habe nicht genug Holz. Wait, ist das hier wieder... Ist das hier wieder einfach... Das ist aber das Werkstattmenü wieder. Lol. Das bedeutet aber auch, ich kann hier die Sachen verwerten wieder. Dann haben wir genug Holz. So, Läden. Aber... Kronkorken, 300. Achso, kostet dann 300 Kronkorken. Aber ich habe nicht den. Gerät ein von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen macht Siedlungen zufriedener. Ah ja. Wenn das hier nicht so verstrahlt wäre, würde ich, glaube ich, hier sogar ganz gerne bauen, weil du hast hier echt einen guten Platz, um hier wirklich an sich Gebäude hochzuziehen. Okay. Ich habe nicht realisiert, dass das hier ein. Habe ich das quasi freigeschaltet, indem ich das ja aufgeknackt habe, dass man jetzt hier bauen kann? Irritiert mich ein bisschen. Guck mal in das Gebäude da rein. Überall tote Menschen hier. War das mal ein Kino? War das ein Autokino oder so mit der großen Leinwand hier? Sieht ein bisschen so aus, wa? Würde ich ja mal sagen. Da hinten mit der Einfahrt und dann hier die Autos und dann die Leinwand. Ich würde sagen, es ist ein Autokino. Stehst du wirklich hier drauf? Starlight Drive-In. 50% Zufriedenheit. Oh! Sehr gut. Herstellen. Braten. Hier können wir doch bestimmt irgendwie wieder hier. Gegrilltes Red-Hirschfleisch. Anfertigen. Und nochmal. Köterkeule. Die können wir ein paar Mal... Kann ich nicht irgendwie... jedes Mal klicken muss und nicht einfach mehrere machen kann. Todeskrallensteak. Getränke. Getränke kann ich... Doch aufbereitetes Wasser kann ich hier machen. Sehr schön. Suppe. Aus schmutzigem Wasser kann ich Suppe machen. Gemüsestärke. Haben wir doch aber wieder wieder einiges an Futter, um uns zu heilen. Das ist doch auch gut. Sehr, sehr geil. Wo geht's denn hier noch hin? Ich bin wieder dead. Oder fast dead. Alter Vater, bin ich dead. Wer baut denn hier Minen? Und was? Red Kakerlakenfleisch hat's nicht gebracht. Tato, Todeskranzsteak. Ich suche eigentlich die Sachen, die ich gerade hier da happen. Wer ist denn so... Alter. Ist denn noch eins?
Ich speichere mal wieder. Benutzte Ölkanister, Schraubenschlüssel. Ich bin entdeckt. Von wem? Ich frage für einen Freund. Warum war hier eine Mine, ey? Ups. Wann ist die Granate da drauf? Schlüssel zum hinteren Lager. Kronkorken, Klingenkorn. Kronkorken, Haarklammer. Schlüssel zum hinteren Lager ist das da, oder? Nee, Schlüssel zum hinteren Lager ist das hier unter mir. Ich mach jetzt direkt den Schlüssel, ey. Wir hatten doch vorhin auch den improvisiertes, nicht nur Repetiergewehr, Revolvergewehr. Nee, Scharfschützengewehr, das meinte ich. Feuerrate ist nicht so hoch, aber ansonsten ist das doch gut. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Auch wieder irgendwelche Minen. Red Kakerlakenfleisch, Wodka, leere Milchflaschen, Spielzeugauto, Kartoffelchips, Instapüree, Yum-Yum russische Eier, Praxo, Apraxo, Kronkorken, Haarklammer und Uchanka. Haarklammer gibt es noch ein paar. Und eine Nuka-Cola. Das hat einen Schalldämpfer. Oh, kann sein. Ja, Moment. Untersuchen. Schwerer Verschluss, verlängerter Lauf, Standardkorb, Standardmagazin, Shortscope, großes Bajonett. Bist du sicher? Das ist, glaube ich, einfach nur ein verlängerter Lauf. Ich glaube, es ist kein Schalldämpfer. Ich glaube, es ist der verlängerte Lauf, der drauf ist, auf dem Ding. Aber man könnte es wieder denken. Ja. Es sieht doch fast so aus, aber. Moment, wir haben hier doch. Wir haben 400 Schuss, ich probiere mal kurz. Nee, hat keinen Schalldämpfer. Würde ich jetzt mal sagen, ist keiner. Wie nah sind wir denn jetzt schon ran? Pi mal Daumen, die Hälfte haben wir geschafft. Zu dem, wo wir hinwollen. Okay, wir brauchen 2 Schuss für eine Blähfliege, das zackt. Okay, oder auch nicht. Wenn wir Glück haben, ist es nur einer. Aber wir können auf größere Entfernung schießen. Das ist trotzdem geil. Und wir haben was zu Steady Your Aim. Warum ist Link Alt Steady Your Aim und Granate werfen? Ich muss mal kurz in die Steuerung gucken. Das ist doch scheiße. Einstellungen. Steuerung. Blocken schlagen. Schlag, starke Angriff, Granate ist linke Alt-Taste. Lass mich raten, wenn ich lange Alt drücke, werfe ich eine Granate. Wer hat sich denn die Steuerung ausgedacht? Als ob ich die nicht immer aus Versehen werfe. Oh Mann. So, jetzt kommen wir wieder in einen Bereich, wo aber irgendwie kurze Waffen, glaube ich, besser sind. Lexington entdeckt. Bei Lexington ist es noch nicht ganz. Das ist die Fertigungsanlage außerhalb. Aber ich würde vielleicht trotzdem lieber eine Kurzrange-Waffe nehmen. Für den Bereich, wo wir jetzt sind. Oder wir nehmen zumindest das Impro-Repetiergewehr. Impro-Gewehr. Das sollte schneller schießen. Aber hat auch nur 12 Schuss. Das ist halt. Müssen wir ständig nachladen.
Tja. Das macht zumindest 13 Damage. Impro-Scharfschuss macht 14 Damage. Das ist, glaube ich, der Sweet Spot für das, was wir jetzt haben. Hier hätte man natürlich gucken können, ob wir die verbessern können bei den Waffensachen. Hier ist viel abgesperrt, da kommen wir gar nicht rein. Hier sieht es aber so aus, als würde ich reinkommen. Hier ist ein Rüstungswerkbänker. Ein Eiskühler. Aluminiumdosen, Blechdosen. Ich glaube, ich muss die Dosen nicht tonnenweise mitnehmen, oder? Registrierkasse, Kühlmittel. Kühlmittel könnte ich mir schon mal vorstellen. Das war leeres Kühlmittel, das war egal. Schlosserhammer, Schraubenzieher. Kronkorb, Kleber und Silbergabel, verstellbare Schrauben. Die kann ich, glaube ich, alle dann irgendwie zu Stahl oder sowas machen. Die kann ich safe zu irgendwas machen. Gucken wir uns noch ein bisschen in der Stadt um. Wo wir jetzt sonst wie weiter sprinten. Hallo, Kronkorken, Vorkriegsgeld. Oh, ein Kronkorkenvorrat. Sehr schön. Kaffeetassen. Kaffeetassen, also Kochplatte, roter Teller, Toaster, Kaffeekanne. Das Gefühl, hier ist sehr viel ist Müllkram, den man eigentlich gar nicht braucht. Hier geht's nach unten. Das ist ja spannend. Süßkuchen. Wie viele Jahrhunderte liegt der Süßkuchen schon hier rum? Ich frage für einen Freund. Oh, und Nuka-Colas. Hier geht's nicht durch. Da ist irgendwie der Servierbereich. Gehen wir erstmal nach oben. Hallo. Kuckuck, jemand zu Hause. Komm in Frieden. Kann ich hier hoch? Anscheinend nicht. Ist ein bisschen sad. Das ist ein bisschen sehr sad. Da hätte ich mir vorgestellt, dass man das schon irgendwie kann. Gut, dann halt nach unten. Hallo, jemand im Keller? Juhu! Juri! Oh, ich bin direkt in den Keller gegangen. Mal gucken, was uns hier entgegenkommt. Oh, direkt zweimal gestorben, ey. Oh, ja, diesmal habe ich zumindest nur kurz gedrückt, nicht lang. Hallo. Braune Flasche. Nuka Cherry, Whisky, Eichhörnchenbissen. Kronkorken, Haarklamme, Hose und Träger. Auf Twinkies angeblich ewig haltbar sind. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, dass die Kuchen da noch rumliegen und man die noch nehmen kann und essen kann. Ja, wenn Sachen super süß sind, ist es irgendwann nicht mehr wirklich verfallend. Ähnlich wie wenn es zu sehr gesalzen ist. Metalleimer. Da ist nochmal schmutziges Wasser. Das Putzmittel. Das ist ein Mythos. Wurde es mal getestet, ja? Okay, ich finde jetzt hier nichts, wo ich hier irgendwie weiterkommen würde. Das wundert mich. Dann gehen wir halt wieder hoch. Also, ich weiß, dass gerade bei Fastfood-Sachen und bei den industriell hergestellten Sachen auf jeden Fall das Verfallsdatum ewig ist. Also wirklich sehr, sehr spät. Okay. Hier komme ich gar nicht durch. Da ist ein Parkbereich. Achso, hier komme ich aber hinten in den. Oh. Das ist einfach hinten drin im Hinterhof. Waschsalon öffnen. Okay. Ich kann echt in viele Häuser gehen, gefühlt. Employers only. Kronkorken. 10 mm Patrone. Alles klar, die Patrone mag den Schrank. Mach ich auch immer. Beckenknochen. Wait. Ein komplettes Skelett im Trockner. Alles klar. Was man halt mal so, ne? Überfälliges Buch. Was heißt ein überfälliges Buch? Was haben wir denn jetzt wieder gefunden für ein Kram? Untersuchen. Okay. Lesen darf ich es aber nicht.
Okay. Schicke Haarbürste, die ist bestimmt was wert, wenn ich mich richtig erinnere. Seit Jahren hält sie in den USA die urbane Legende, dass Twinkies aufgrund der Vielzahl an Konservierungsstoffen und Zutaten unendlich haltbar sein und selbst einen Atomschlag bestehen können. Und nicht umsonst firmieren die Snacks bei unseren transatlantischen Nachbarn unter der ironischen Bezeichnung Cockroaches of the Snack Food World. Ach, der Kugel. Kronkorken. Ah, Klammern. Moment, jetzt bin ich aber einfach von hinten rein, jetzt könnte ich hier wieder rausgehen. Ich werde wieder raus, wo ich reingekommen bin, weiß ich, wo ich rauskomme. Ich glaub's dir, Ricky. Ich glaub's dir. Ist nur... Also es ist lange haltbar, das würde ich schon zustimmen. Unendlich wahrscheinlich nicht, da hast du recht. Gibt's sonst noch irgendwas? Entdeckt Super Duper Mart. Hab dafür dreifache XP gekriegt? Lexington Super Duper Mart. Aha. Okay, cool. Wir haben den Super Duper Mart entdeckt. Ich habe mich voll erschrocken dafür tatsächlich. Als der Sound kam. Oh, da können wir noch rein. Hallo. Leuchtender Pilz. Nehmen wir doch mal den leuchtenden Pilz mit. Ist immer eine gute Idee, leuchtende Sachen in einer atomar verstrahlten Gegend einfach mitzunehmen. Die sind so hübsch. 10mm Patrone, 10mm Pistole, alles klar. Der Parkwächter, der einfach meine Pistole da rumliegen hat. Cool. Das ist noch ein leuchtender Pilz. Weiß nicht, was man mit leuchtenden Pilzen macht. Out of order. Parkhaus öffnen. Ah, hier geht's sogar rein. Ja, USA. Stimmt. Hast auch wieder recht. Okay. Ich versuche mal ein bisschen zu verstecken. Frostschutzmittel. Kronkorken, Silbergabel. Kronkorken, Kaffeetasse. Hier gibt es tote Menschen. Ghoulstreuner. Alles klar. Damit ich die Waffen auf die Entfernung treffe, brauche ich, glaube ich, die improvisierte Scharfschützengewehr. Die improvisierte Scharfschützengewehr. I don't know. Will ich da hin? Okay, ich will da nicht hin. Da kommen ja viel zu viele. Hilfe! Oh, da bin ich ja mit Doc Meat erwischt. Dein Hund ist in Schwierigkeiten. Ich wusste es doch. Ach, Mann. Ach, Mann. Viel Erfolg, Ricky. Danke fürs Reinschauen. Könnt ihr mal aufhören, auf Dogmeat einzuschlagen? Oh oh. Hab ich gerade Dogmeat getötet? Bitte nicht. Ich will ihn wieder haben! Okay. Alles nur halb so wild. Dir geht's gut. Cool, hier ist ein Minuteman. Jetzt hast du gesehen, dass es das ein Minuteman ist. Kaffeetasse, okay. Uff! Vorkriegsgeld, oh, alles klar. Die Ghouls, die. Weiß ich nicht. Oh, jetzt habe ich die Kaffeetasse mitgenommen. Sperreneinsteiger. Einfach mal drehen. Das wär's. Da ist noch eine Nuka-Cola. Aufbereitetes Wasser, First Aid, Molotow-Cocktail, Splittergranate. War's das dann? Neben dem leuchtenden Pilz. Habt ihr es dann sonst so entspannt und so? Siedler, Kronkorken, Patrone, Melone.
Impro, Tappetin, Red Hirschleder, Outfit, Flanellhemd und Jeans. Jet, Psycho. Alles klar, die haben sich ja ins reingezogen. Oh. Hätten irgendwie aktivieren können, hätte er wahrscheinlich die Gude ausgeschaltet, oder? Wayne. Zunge verwehrt, Treffer 1. Sollten wir irgendwas nehmen, was zumindest eine Übereinstimmung hat. Lace. Treffer 3. Dann will ich ja sagen, das A ist richtig. Und von L, Y und S sind noch mindestens 2 richtig. Pets kann es nicht sein. Cost kann es nicht sein. Docs, Work, Join auch nicht. Mars funktioniert nicht. Labs. Geschafft. Aha. Protektorsteuerung. Für die Technik der Robocom-Lizenz vorgesehen, der unsachgemäß Umgang mit Protektoreinheiten kann beleidigende Schäden auf unserer Statuseinheit laden inaktiv. Verbundene Einheit mit diesem Terminal. Persönlichkeitsmodus wählen. U-Bahn-Begleitung, Rechtsvollzug, Feuerwehr, Erste Hilfe, Konstruktion. Erste Hilfe. Persönlichkeitsparameter zurückgesetzt. Einheit aktivieren. Feinwürde sind zugewiesen, Subroutinen werden geladen. Bitte weisen Sie Personal in der Nähe der Auflaufstation an, Platz zu machen. Persönlichkeitsmodus wählen. Aktivierung, Protektron zu Diensten. Hallo, kannst du mir meine Vergiftung heilen? Ich schütze und diene. Du siehst aber wild aus. Bitte bewahren Sie im. Okay, ich bin wohl nicht verletzt genug. Verletzung. Dann Persönlichkeitsmodus wählen. Standard. Ich schütze und diene. Okay, so hätten wir wohl aktivieren müssen. Bevor der. Oh. Man kann die öffnen. Da kommen Sachen raus. Oh. Hat der Ricky doch recht. Aber man öffnet die, bevor man sie aufhebt. Komm mal, Wolf. Wir kommen raus wieder. Okay, wir haben nur den Protektor-Typi aktiviert. Kronkorken, Rettungsring. Rettungsring ist bestimmt wertvoll. Wenn man von der anderen Seite reingekommen wäre, wahrscheinlich viel geiler. Hätte man das Ding direkt aktivieren können, das hätte für einen. Hätte dann für einen kämpfen können. Tja. Haben wir ein bisschen Pech gehabt, wie wir reingelaufen sind. Hast mir echt noch gezeigt, dass es hier hoch und runter geht. Ah, hier werden wir auch. Hier ist wahrscheinlich der andere Eingang ins Parkhaus. Ja, gut. Nach oben. Ist halt ein Parkhaus. Super duper Markt. Ich hätte kurz gehofft, dass er uns vielleicht die Port a Diner. Eins ist da noch drin. Moment, muss ich dafür irgendwas bezahlen, um es zu aktivieren? Oder muss ich es einfach nur ganz oft aktivieren, bis er es irgendwann mal hinkriegt? Das erste da oben. Oder macht er immer die gleiche Animation? Sieht nicht so aus. Keine Ahnung. Kronkorken, Milchflaschen brauchen wir glaube ich nicht. Leere. Die Kronkorken nehmen wir mit. Ich habe einen super duper Markt. Aber ich habe nicht gefunden, wo man dem irgendwas machen kann. Ich kann da rein. Knochensäge, Mr. Handy-Treibstoff.